So, wir beschäftigen uns heute in der Klasse der Eulen, heißt die ja jetzt, mit Gleichungssystemen in der Praxis, wie sie auftreten. Und zwar, ich sage immer dazu, Textaufgaben sage ich nicht gerne, man kann es auch als Rätsel auffassen. Und damit man einen langen Text in eine mathematische Sprache überführt, gleich nochmal die grundsätzliche Vorgehensweise, damit man damit besser zurechtkommt. Und zwar, folgende Aufgabe ist gegeben. Wir schreiben schon mal gegeben und damit haben wir den ersten Schritt getan. Ein Wolf kann mit einer Geschwindigkeit von 50 km pro Stunde laufen und ein Hase kann es mit 40 km pro Stunde. Das schreibt man am besten so aus, klein v, Index w wie Wolf. Dann hat man dieses in viel kleinere und vor allem mathematisch fassbare Sprache überführt. So, und dann v Hase, v h ist gleich 40 km pro Stunde. Der zweite Satz heißt, der Wolf erblickt den Hasen in einer Entfernung von 600 Metern. Aha, S zwischen Wolf und Hase, SWH zum Beispiel, ist gleich 600 Meter. Direkt hinschreiben. Dass man da vielleicht 0,6 Kilometer draus macht, das ist jetzt eine andere Sache. Also, der Wolf erblickt den Hasen in einer Entfernung von 600 Meter, jault dummerweise laut auf und rennt sofort zum Hasen. Der Hase bemerkt das und flüchtet. Nach welcher Zeit hat der Wolf den Hasen eingeholt und wie weit musste Meister Isegrim dafür laufen? Also gesucht ist nach welcher Zeit, T, WH meinetwegen, dann haben wir das. Und wie weit musste Meister Isegrim, also der Wolf, dafür laufen? S, W. Es war nicht gesucht, wie weit der Hase laufen musste dafür oder wie lange der Hase laufen durfte. Das war vollkommen egal. Jetzt steht aber als Überschrift für alle Aufgaben, dass wir wie folgt vorgehen sollen, und zwar gesucht, das sollte man sich am besten gleich dahinter schreiben. Schreibe zuerst die Kurzform der Aufgabe auf, das haben wir eben getan. Skizziere dann den Sachverhalt in einem Koordinatensystem, also schreiben wir gleich, entweder man macht so, skizziere im Koordinatensystem und schreibe die geschätzten Zeiten und Wege auf. Also, T, W, H, geschätzt und S, W, auch geschätzt. Dann schaut man nochmal nach, ob alles soweit fertig ist. Jawohl, alles notiert. Löse erst dann rechnerisch das Gleichungssystem und interpretiere die Ergebnisse praxisgerecht. Aha, also rechnerisch wäre das hier. Das wäre rechnerisch. Das kriegen wir dann raus, wenn wir das Gleichungssystem aufgestellt haben. Aber die Ergebnisse praxisgerecht zu interpretieren, also nicht bloß SW ist gleich 3 Kilometer oder was auch immer dabei rauskam, hinzuschreiben, sondern das bedeutet, wir schreiben einen Antwortsatz. Antwort, Peng. Und in der Antwort macht man sich nochmal klar, ist dann wirklich das auch, was in der Antwort steht, das, was in der Frage wirklich dran kam. So. Jetzt sind wir soweit, jetzt können wir loslegen, und zwar, wir fangen an, indem wir uns ein Koordinatensystem basteln. Da wir keine negativen Zeiten und Wege haben, können wir das Koordinatensystem relativ klein malen, und zwar in Abhängigkeit von der Zeit t wird sich ein Weg s irgendwie ergeben. Jetzt kommt allerdings eine Vorbetrachtung, jetzt müssen wir uns klar werden, 600 Meter ist nicht weit. Die beiden laufen sehr schnell, das wird uns so nicht viel nützen. Das heißt, wir werden mal überlegen, wie wir dieses Koordinatensystem einteilen. Und da lohnt es sich, Folgendes zu machen. Die Geschwindigkeit des Wolfes umrechnen, und zwar in 50, statt Kilometer schreibe ich 50.000 Meter, pro, und statt einer Stunde schreibe ich einfach mal 60 Minuten. Jetzt kann man das schon mal durch 10 kürzen, das heißt 5000 Meter in 6 Minuten würde der Wolf laufen. Man kann es auch noch weiter umrechnen, indem man sagt, okay, das ergäbe also eine Geschwindigkeit des Wolfes, wenn ich jetzt noch durch 2 kürze, von 2,5 Kilometer, wenn mir das doch viel besser vorkommt, in 3 Minuten. Wir haben ja schon unser Steigungsdreieck drin, ne? Nebenbei gesagt. Das machen wir mit dem Hasen genauso. V
Frau Hase ist in dem Fall nicht 50 Kilometer, 40 Kilometer, sondern 40.000 Meter. Es lohnt sich, das grundsätzlich hinzuschreiben, weil man sonst schnell mal ein paar Nullen vergisst pro 60 Minuten. Und auch hier durch Wegstreichen der Nullen, also durch 10 Teilen, habe ich schon mal die Sache vereinfacht. Das wären 4 Kilometer in 6 Minuten, beziehungsweise auch hier, wenn ich mit Kilometern arbeiten will, kann ich sagen, das wären dann 2 Kilometer in 3 Minuten. Wunderbar. Jetzt haben wir eine Vorbetrachtung und können sagen, naja gut, wenn ich diese Werte mir schnappe hier, dann kann ich auch entsprechend einteilen. Die 600 Meter Vorsprung, da müssen wir noch dran denken. Die 600 Meter Vorsprung, die würde ich sicherheitshalber noch hinschreiben als SWH, ne, der Weg zwischen Wolf und Hasen, so 0,6 Kilometer. Wenn ich mich auf Kilometer wieder einige, also will sagen, wenn ich so rangehe hier, das ist der eine und das ist der andere, wenn ich diese Werte mir schnappe, dann lohnt es sich auch hier mit 0,6 Kilometern zu arbeiten. Und da jetzt nicht allzu große Kilometer auftreten, können wir dann anfangen, unser Koordinatensystem einzuteilen und zu sagen, naja, in 3 Minuten, tja, wie lange wird denn es dauern, bis er den eingeholt hat? Vielleicht noch ein paar Minuten. Die haben einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen 2,5 und 2, das sind 0,5 Kilometer. Naja, dann wird es wohl nicht so weit sein. Dann machen wir es einfach so, dann ist das 1 Kilometer, dann schreibe ich S in Kilometern ran. Und hier die Zeit in Minuten. So, dann habe ich hier 1 Kilometer, 2, 3, 4 und so weiter. Und hier die Minuten, die mache ich mal nicht allzu groß. Dann sage ich, okay, dann habe ich hier einfach 3 Minuten. Ich muss hier nicht eine 1 ranschreiben. Dann wären das 6 Minuten. Vielleicht hat er den in 10 Minuten eingeholt. Naja, dann bin ich mit 9 Minuten auch nicht. Ne? 3, 6, 9, hier 1, 2, 3, 4. Man muss die weiteren Zahlen nicht mit ranschreiben, wissen wir schon. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar den Wolf, den werde ich in blau markieren, also das hier. Und jetzt gucken wir, wenn der in 3 Minuten 2 Kilometer läuft, den lasse ich hier loslaufen, also hier in dem ersten Punkt. Und er schafft 2,5 Kilometer in 3 Minuten, dann hätte ich diesen als nächsten Punkt und kann schon den Graphen des Wolfs hier einmalen. Wenn es Fragen gibt an der Stelle, natürlich mich sofort unterbrechen. Jetzt kommt der Hase, den nehme ich als dunkelgrünen Hasen. So, der schafft 2 Kilometer in 3 Minuten, aber der hat 600 Meter Vorsprung, also 0,6 Kilometer. Das ist der Vorsprung des Hasen. Hier geht der los. Und jetzt von hier ausgehend, also immer 0,6 Kilometer draufrechnen, sagen wir, der schafft 2 Kilometer in 3 Minuten. Und jetzt brauche ich den nächsten Punkt. Also 3 Minuten und 2 Kilometer mehr. Dann lande ich bei Kilometer 2,6. Hier. Moment, hier gibt es eine Frage. Ja, Frage ist berechtigt. Und wenn ich das schon farblich selber gekennzeichnet habe, dann wird es nicht nötig sein, hier noch irgendwo, meinetwegen hier an den blauen Graphen Wolf und an den anderen Hasen ranzuschreiben. Wenn ich keine Farben habe, schreibe ich es lieber ran. Dann würde ich also blau Wolf ranschreiben und hier grün Hasen. So, und das heißt also, irgendwann hat er den eingeholt. Und das wird wohl ungefähr hier sein. Wenn man das einigermaßen skizziert hat, dann kommt man besser zurecht. Wie könnte man jetzt aber den unterschiedlichen Graphenverlauf besser machen? Ganz einfach. Wir sehen ja, das wird hier alles ein bisschen knapp. Vorschlag, wenn man das selber besser abschätzen will, lassen wir mal hier die Minuten, also T in Minuten. Und ich mache es dann so, dass ich sage, dann splitte ich das noch ein bisschen weiter auf. Dann ist erst hier 1 Kilometer und hier 2 und hier 3, 2, also S in Kilometern, habe ich jetzt einfach bloß ein bisschen gestreckt und gucke mal, wie sich es dann anfühlt, das aufzumalen. Nochmal, Wolf startet beim Zeitpunkt 0, beim Weg 0 und er schafft in 3 Kilometern 2,5 Minuten. Dann machen wir das so. Mal sehen, wie der Graph jetzt aussieht. So, und wenn ich jetzt den Hasen starten lasse, in dunkelgrün, bei 0,6 Kilometer und er schafft ja jetzt 2 Kilometer mehr, also bei 2,6, merkt ihr was? Es wird so nicht viel besser.
Wie wäre es besser? Wie könnte man es besser machen, dass das nicht so eng aneinanderliegende Graphen sind, sondern dass die ein bisschen besser auseinanderhängen? So, klar, das geht so nicht. Ich muss die Zeit noch ein bisschen strecken. Also strecken wir die Zeit nochmal. Ich nehme das nochmal zurück hier und sage, okay, das ist nicht ideal. Na, ja, jetzt hat es aber gedauert. So, dann sage ich eben, okay, mache ich die ganze Sache etwas gestreckter und sage, dann sind hier 3 Minuten. Probieren wir mal, wie es jetzt aussieht. Ich lasse jetzt der Kürzheit halber mal die Bezeichnung so weit weg und nehme jetzt hier 1 Kilometer, 2, 3 Kilometer. Naja, schreibe ich es doch zu, ich kann nicht anders. Und hier in Minuten. Kurzzeichen für Minuten ist eine Hochkomma. Ne? So, mal sehen, wie das jetzt aussieht. Wenn es jetzt besser gelingt, dann haben wir was gekonnt. Nochmal, Wolf läuft los, dunkelblau, 2,5 Kilometer in 3 Minuten. Hier wäre unser Punkt, hier ist der erste. Probieren wir diesen Graphen aus. Jetzt kommt Hase, 600 Meter Vorsprung und den lassen wir in 3 Minuten. Ist er dann also von hier aus, Steigungsdreieck, 2 Kilometer weiter, müsste er dann hier sein. Und siehe da, ein bisschen besser wird es werden. Jetzt schätzen wir mal den Punkt hier oder da. Moment, der gefällt mir hier nicht. Ich versuche nochmal in einem fortzuzeichnen. So, jetzt probieren wir das mal hier aus, den Schnittpunkt abzulesen. Das heißt geschätzt, das ist der geschätzte Zeitpunkt. Wenn das 3 Minuten sind, dann müsste er in 4 Minuten insgesamt den Hasen eingeholt haben. Also, wie können wir den Schnittpunkt bezeichnen? Ganz einfach, erst 4 Minuten. Und wie viel Kilometer ist der Wolf gelaufen? Gucken wir mal. Wenn das hier 3 sind, dann könnte er ungefähr 4 Kilometer gelaufen sein. 4 Kilometer. Das ist unser Schätzpunkt. Gucken wir mal, ob das hier gestimmt hätte. Hier sieht es schon wieder ganz anders aus. Wenn ich das hier mache, dann hätte ich hier den Schnittpunkt der beiden Graphen als 6, vielleicht sogar 7 Minuten. 7 Minuten. Jetzt der senkrechte Trendstrich. Und wie weit ist der gelaufen? 4, 5, 6, 7 Kilometer. Und so sieht das aus. Also das ist wahrscheinlich noch verrückter. So, jetzt hätten wir die geschätzten Zeiten. Gucken wir mal, was haben wir gesucht? Geschätzte Zeiten. Jawohl, haben wir. Und hier, das hat sich erledigt. Und Wolf hat sich auch erledigt. Warum? Weil die Zeit hier mit drin aufgemalt ist. Wer es nochmal extra hinschreibt, umso übersichtlicher ist es. So, gibt es noch mehr zu schätzen? Nein, das haben wir auch erledigt. Das hat sich durch das Malen erledigt. Und jetzt müssen wir rein rechnerisch rangehen. Wie gehen wir da ran? Wir brauchen erst ein Gleichungssystem. Und zwar abhängig von den Kilometern und so weiter und so fort. Machen wir das beim Wolf. Der Weg in Abhängigkeit von der Zeit, und zwar der Weg des Wolfes, ist gleich. Und jetzt müssen wir irgendwas mal t plus, weil der Wolf hier losläuft, plus 0, das können wir uns eigentlich schenken, ne? Plus 0 ist eigentlich nicht nötig, müssen wir hier noch irgendwie ein Steigungsdreieck einmalen. Und da macht man es ganz einfach, indem man sagt, wenn der Wolf 3 Minuten gelaufen ist, schafft er 2,5 Kilometer. Das ist das Steigungsdreieck des Wolfes. Also, unterm Bruchstrich 3 Kilometer und überm Bruchstrich 3 Minuten und überm Bruchstrich 2,5 Kilometer. Machen wir das Ganze für den Hasen. Der Weg des Hasen in Abhängigkeit von der Zeit ist gleiche Vorgehensweise. Der schafft in 3 Minuten 2 Kilometer, das Ganze mit t multipliziert und die 0,6 Kilometer als Vorsprung. Und schon haben wir den wesentlichen Teil der Aufgabe erledigt, weil der Rest, das Gleichsetzen und so weiter, das ist dann alles relativ leicht. Gibt es bis dahin Fragen? Richtig. Natürlich kann ich auch ein Steigungsdreieck basteln, indem ich sage, ich mache das mal für den Wolf. Der Weg des Wolfes in Abhängigkeit von der vergangenen Zeit ist 50 Kilometer in einer Stunde
50 Kilometer pro Stunde, die einzige kann ich mir schenken, mal T. Und das Ganze für den Hasen wäre dann, der Weg des Hasen in Abhängigkeit von der Zeit ist dann 40 Kilometer pro Stunde mal T plus, Achtung, wenn ich hier mit Kilometern arbeite, unbedingt 0,6 Kilometer. Das muss mir dann spätestens auffallen, wenn ich nicht mehr richtig zusammenrechnen kann und nicht mehr kürzen kann und irgendwas nicht mehr zusammenkriege, dass ich die Maßeinheiten gleich wähle. Dann habe ich es schon. Wenn man sich diesen Treffpunkt hier nochmal genau anguckt, hier diesen Treffpunkt hier, dann sieht man, dass in diesem Fall beide Graphen an dem Schnittpunkt, am Treffpunkt, am Einholpunkt, was auch immer, beide die gleiche Zeit und den gleichen Weg haben. Den gleichen Zeit- und Wegwert haben die, der ist da gleich. Das heißt, wenn das gleich ist, dann kann ich diese beiden Gleichungen hier, diese, die und die, gleichsetzen. Also, geschrieben sieht das dann wie folgt aus. Ich sage ganz einfach, wenn SW von T gleich SH von T ist, dann sage ich SW von T waren. Nehmen wir das untere Beispiel, 50 Kilometer pro Stunde mal T ist gleich 40 Kilometer pro Stunde mal T plus 0,6 Kilometer. Und das rechnen wir jetzt mal in Ruhe aus und in der Zeit halte ich das Video an, danach kann jeder vergleichen. So, jetzt der Rest ist relativ leicht, also dieses Gleichungssystem hier zu lösen, das hier, ne, gleichgesetzt. Der Rest ist dann einfach bloß noch pures Rindschreiben. Wenn ich jetzt hier rauskriege 0,06 Stunden, dann bin ich ja angeschmiert. Das ist keine praxisgerechte Darstellung. Das muss ich schon in Sekunden umrechnen. Und jetzt mache ich, wende ich folgenden Trick an. Ich sage einfach, die Stunde wandle ich um in 60 mal 60 Sekunden. Das ist das Gleiche, 60 mal 60 oder 3600 Sekunden. Und kann dann mit 0,06 multiplizieren und komme auf 216 Sekunden. Wer das dann gerne in 3 Minuten und so weiter angibt, auch nicht schlecht. Jetzt muss ich aber noch eins machen, und zwar muss ich noch rausbekommen, wie weit ist Onkel Wolf, Onkel Isegrim dafür gelaufen. Und Onkel Isegrims Formel heißt ja, SW von T ist 50 Kilometer und so weiter. Das mache ich jetzt einfach, indem ich sage, ich setze das ein. SW von, und die Zeit habe ich, 0,06 Stunden. Warum ich jetzt in Stunden arbeite, werden wir gleich sehen, ist 50 Kilometer pro Stunde mal 0,06 Stunden. Jetzt kürzen sich nämlich die Stunden raus und die Sache ist erledigt und der Rest ist Tipparbeit und ich komme auf eine Entfernung, die Onkel Wolf zurücklegt, von 3 Kilometern. Und dann ist das Thema nämlich gelaufen. 3 Kilometer ist eine praxisgerechte Angabe. Praxisgerecht sind auch 3 Minuten 36 Sekunden oder 216 Sekunden. Bei dieser Geschwindigkeit, die beiden laufen, wo der den eingeholt hat, ist das in Ordnung. Also das heißt, aus diesem und aus jenem Wert die Antwort schreiben und dann ist das Thema erledigt. Ich schließe das Video gleich ab. Vielleicht gibt es noch Fragen. Wir können das Video abschließen. Wir machen eine nächste Aufgabe im nächsten Video weiter.